Jetzt bin ich wieder in der Vorhalle. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kommt man hier nicht raus? Aber das Problem hat anscheinend nicht nur ich, weil hier laufen viele gegen die Tür und kommen nicht raus. Tür, nu? Wüsste ich jetzt aber auch nicht, was ich machen soll. Ja, da hatten wir noch mal ein, dann gehen wir mal in freien Modus und dann gehen wir zurück zur Stadt. So probiere ich es mal. Willst du mich einladen oder soll ich dich? Ja, ich kann nichts machen, du musst mich einladen, wenn dann. Ich kann hier nur rumdimpeln. Eingeladen. So, jetzt kann ich R halten. Dann gehen wir mal in die freie Welt. Mal gucken, ob ich von dort aus zurück kann in die Stadt. Freies Spiel. Was? Hä? Nee, ich wollte doch mal. Ach, er leckt mich doch. Ich hab aus Versehen die Schmiede ausgewählt. Freies Spiel. Bereit zum Start. Expedition wird gestartet. Jetzt gehe ich mal von dort aus zurück. So, Fort. Jetzt komme ich ins Fort. Weil da kannst du nämlich auswählen, wo du hin willst dann.
Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ganz normal. Was macht dein Javelin? Bewegt sich seit der letzten. Hey, Freelancer. Lief dein Auftrag okay? Freelancer. Der Auftrag. Hey, wie lief dein letzter Job? Ein Kinderspiel. Hab nichts anderes erwartet. Bin selbst gerade erst zurück. Ein verdammter Titan hätte mir fast den Arm abgerissen. Irgendwas ist immer weh. Owen hat vorbeigeschaut. Wollte sichergehen, dass deine Aufzeichnungen stimmen. Aber keine Sorge. Mich hält nicht mal ein Titan davon ab, diesen Laden hier in Ordnung zu halten. Wie bist du eigentlich zu unserem Buchhalter geworden? Du wirkst nicht gerade wie ein Bürohengst. Facetten, Mann. Wir haben sie alle. Egal, ob du einen guten Schützen oder ein gut geführtes Konto suchst, frag Lucky Jack. Wir leisten alle unseren Beitrag in der Familie, oder? Tja. Du bist also der Cousin, der gern Papierkram sortiert. Und gar kalt macht. Die Balance ist wichtig. Das kann ich gut. Fazit, wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ist nicht so, als hätten wir noch andere auf unserer Seite. Ja. Heute nicht, aber wir werden das Blatt wenden. Das ist die richtige Einstellung. Wir brauchen Freelancer, die Aufträge reinbringen, Arbeit erledigen. Je besser die Enklave sich macht, desto besser geht es uns allen. Richtig? Na gut. Ich muss Berichte aktualisieren, ehe ich wieder nach draußen gehe. Gibt Läufer zu retten, Relikte einzudämmen. Du kennst das ja. Owen hat mir berichtet, was passiert ist. Sie haben ein Problem da draußen. Ein Dominion-lastiges Problem. Seine Leute haben ihn den Monitor genannt. Wir konnten ihn nicht aufhalten. Und er war dort, um ein Gestalterrelikt zu suchen? Hat alles auseinandergenommen. Ihre Agentin wollte nicht nachgeben. Bis zum bitteren Ende hat sie... Also... Ich weiß. Es tut mir leid. Sie hat dieses Archiv hinterlassen. Ich lasse jeden Stein von meinen Leuten umdrehen. Das Dominion ist tatsächlich zurückgekehrt. In voller Stärke. Verdammt. Ich dachte, Spione werden mit allem Spielen fertig. Wir haben auch Achtung vor unseren Feinden. Leben unter der Herrschaft des Dominion ist eigentlich kein Leben. Und wenn sie Fort Tarsis ins Visier genommen haben... Na schön. Das Fort ist zwar nicht mein Lebenstraum, aber es ist mein Zuhause. Und ich komme prima ohne Diktatoren aus. Was können wir tun? Für den Moment bewahren Sie Geduld. Ich will nichts überstürzen, bevor ich nicht mehr Informationen habe. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen. Sentinel Bryn. Sie ist scharfsinnig, vertrauenswürdig... und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wieso gehen Sie ihr nicht zur Hand, während ich Infos zum Dominion einhole? Ich melde mich. Sentinel Rissa Bryn, Vorkommandantur. Sentinel, was können wir für Sie tun? Nun, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Kommen Sie und suchen Sie mich an meinem Schreibtisch auf. Und neben meinen Pflanzen. Pflanzen? Genau. Also, gut. Wir sehen uns. Okay, alles klar. Neben meinen Pflanzen. Freelancer, wie geht's? Hier ist Matthias Sumner. Übrigens, ich habe endlich das Chaos in meinem Labor aufgeräumt und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bin da, wenn du reden willst. Gut, hallo. Oh oh, was ist los? Du machst mir manchmal ein bisschen Angst. Wirklich? Naja, gar nicht so abwegig. Ich lebe gefährlich. Aber du solltest mich trotzdem besser kennen. Ich kenne dich. Okay, wann ist mein Geburtstag? Fangfrage. Du feierst nicht gerne Geburtstag. Also, wann ist mein Geburtstag? Du willst mich reinlegen. Du hast es mir nie gesagt. Wahrscheinlich nicht. Er war vor ein paar Tagen. Na dann... Alles Gute nachträglich. Danke. Und wo ist mein Geschenk? Weißt du was?
Ich schreibe dir ein schreckliches Gedicht. Irgendwann. Um genau zu sein, haben wir uns an meinem Geburtstag getroffen. Das ist eine Fangfrage. Welches Mal? Kürzlich oder in unserer Jugend? In unserer Jugend. Der Tag, als du mich bestohlen hast. Hey, ich hatte Hunger. Oder Langeweile. Oder Langeweile. Aber es hat sich ausgezahlt. War ziemlich lustig, eine Woche lang die Regulatoren zu nerven. Du warst immer auf der Suche nach Ärger. Meinst du, deshalb wolltest du Freelancer werden? Ich war jung. Und es ist mein Job, Menschen zu helfen, Owen. Warum so empfindlich? Weil ich mich für mein erwachsenes Selbst rechtfertigen muss. Komm, natürlich hilfst du. Helfen wir Menschen. Aber ich denke gern über Ursprünge nach. Der Funke, mit dem die Reise begann. Sag mal, was hast du damals eigentlich allein in Ponteix gemacht? Ich hatte die Nase voll von der Satomi und nahm mir eine, nennen wir es, ungeplante Auszeit. Ich streifte umher. Genau wie du, als wir uns in Helios trafen. Ich nenne das lieber meine Selbstfindung. Wegen des Herz des Zorns? Wo ist dein Team? Das weiß ich nicht. Ah, ich wollte dich nicht runterziehen. Vergiss es. Vor uns liegt eine strahlende Zukunft. Kopf hoch. Auf uns warten Aufträge. Ah, mein neuer Freund. Du hast bei meiner Geschichte über Freimark gut zugehört, hm? So habe ich sie noch nie gehört. Ich war schon lange im Ruhestand. Es war nicht meine Schlacht. Aber gute Freunde haben mir davon erzählt. Ich war lange Jahre Freelancer. Weißt du, was Freelancer tun? Wir kümmern uns um die Dinge hinter der Mauer, um Probleme. Wir helfen Menschen. Stimmt, aber nicht nur das. Wir entdecken, wir bekämpfen das Chaos. Wir retten Leben, verstehst du? Ja, ich verstehe. Die Leute zählten auf uns. Und in dieser Welt bedeutet das viel. Aber all das ist verloren. Die Menschen vertrauen uns nicht mehr. Es sind schwere Zeiten. Doch genug Gejammer. Ich habe einen Auftrag für dich. Du musst ein paar Arkanisten beschützen, die seismische Tests durchführen, okay? Seismische Tests? Ja, um herauszufinden, ob Fort Tarsis ein gutes Fundament hat. Wir wollen nicht, dass es wie letztes Mal in ein Loch fällt. Was? Aber diese Tests locken Tiere an. Die Sorte mit Zähnen, verstehst du? Du beschützt eine Seite des Forts und Freelancer Wryth kümmert sich um die andere, verstanden? Das tue ich. Gut. Jetzt gehe, ich habe Hunger. Noch kein Frühstück gehabt. Noch kein Frühstück. Die Bar hat eine Lieferung von Tourbräu bekommen. Was macht dein Javelin? So etwas musst du in heißem Wasser einweichen. Hey, Freelancer. Hey. Ich kann kaum glauben, dass ich mit dir rede. Du bist der krasseste Freelancer in Fort Tarsis. Mein Name ist Neeson. Hallo. Hey, du arbeitest doch mit diesem Krypto Owen. Ja, warum? Nur so, ich dachte, vielleicht beschäftigt dich die Sache mit seiner Kryptoschule. Wovon redest du? Oh, okay, vielleicht sollte ich dir das gar nicht sagen, aber angeblich haben sie ihn dort übermodifiziert. Übermodifiziert? Ja, das hat ihn wohl ziemlich verkorkst. Wovon redest du? Nicht sicher, ob was dran ist an dem Gerede, aber du musst zugeben, Owen ist ein bisschen komisch. Nein, ist er nicht. Hast recht, ist er nicht. Ich sag dir ja auch nur, was ich gehört habe. Danke, aber für solche Infos habe ich keinen Bedarf. Ich verstehe schon, du wusstest das bereits. Aber wenn du mal Infos über jemand anders im Fort brauchst, ich habe ziemlich gute Verbindungen. Kein Interesse. Hey, hey, nicht so vorschnell. Lass uns vielleicht einfach noch ein andermal treffen. Oder auch nicht.
Ja, ja, schon verstanden. Wir sehen uns. Arkanisten beschützen. Ach, schon wieder was zum Labern, ach Mann. Ja, genau. Modezirkel. Ruhschein für Reinigung. Versammlung. Rutschen, stolpern und stürzen sind mein Traum. Getreideknappheit. Oh, was gibt's denn hier noch? Ganzen Fork gibt es massig Missionen, also da kannst du dir noch massig aussuchen. Ich guck mal nochmal meinen Chef in den an. Hallo. Sentinel, schön Sie wiederzusehen. Oder? Oder nicht? Ich habe nicht viel mit Freelancern zu tun. Okay. Oder irgendwem, der kein Sentinel ist. Hoffentlich bereuen Sie die Bekanntschaft mit einem von uns nicht. Das hoffe ich auch. Okay, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, naja, diskret. Eigentlich habe ich keine Erlaubnis von meinem Vorgesetzten, Sie anzuheuern. Aber bei einer Arkanistenbasis in der Nähe gibt es ungewöhnlich hohe Ska-Aktivität. Was es auch ist, wenn die Ska es in die Klauen bekommen, könnte es zur Gefahr werden. Richtig, ich sehe mir das für Sie an. Gut, also gut, dass Sie helfen, Freelancer. Ja, kein Problem. Leute unterschätzen die Gefahr, die von stehendem Wasser ausgeht. Danke. Wofür? Dafür, dass Sie näher herangetreten sind, damit Sie keine Passanten behindern. Sie sind zur Seite gegangen. Es erschien mir nur logisch. Verzeihung. Ich ging davon aus, dass Sie mich aus einer meiner Diskussionsrunden zu öffentlicher Sicherheit erkennen würden. Tut mir leid. Ich wusste gar nicht, dass es welche gibt. Ich bin Perndl Bletch, der Vorverwalter. Ich bin für die Wartung und Verbesserung sämtlicher öffentlicher Anlagen und Plätze hier zuständig. Klingt nach viel Arbeit. Oh, unheimlich viel. Ich mache derzeit eine Umfrage in der Bevölkerung, um das Leben in Fort Tarsis zu verbessern. Möchten Sie teilnehmen? Gut möglich. Ausgezeichnet. Welcher Satz repräsentiert Ihre Meinung besser? A. Das Fort braucht unmittelbare Verbesserungen, um effizienter zu werden? Oder B, die eklatanten Ineffizienzen im Fort müssen behoben werden? Ist die Aussage beider Sätze nicht dieselbe? Nein. Einer fordert unmittelbare Handlung, der andere identifiziert ein Problem und deutet gleichzeitig eine Lösung an. Ich weiß nicht, ob das Fort sich überhaupt ändern möchte. Es muss sich ändern. Es ist in vielerlei Hinsicht unsicher. Nehmen wir den Fußverkehr zum Beispiel. Sagten Sie Fußverkehr? In der Tat. Die Leute gehen und stehen, wo es ihnen beliebt. Dadurch kommt es zu Stockungen, Anrempelungen und mitunter sogar zu Wutausbrüchen. Ich schlage daher vor, dass wir Spuren und Verkehrsregeln für Fußgänger einführen.
Das könnte das Gen tatsächlich effizienter machen. Das wird es. Alles nur eine Frage der richtigen Prämien und Bußen, um eine Befolgung durchzusetzen. Anfangs werde ich auf Widerstand stoßen, aber das kenne ich schon. Woher? Vom Springbrunnen im Hof. Die Leute sagten, wir bräuchten keinen, aber nun führe ich die Kampagne für seine Instandsetzung an. Inwiefern macht ein Springbrunnen das Fort effizienter? Der Brunnen dient als Treffpunkt zum Austausch und erfüllt die Gemeinde mit Stolz. Glückliche Menschen sind produktive Menschen. Funktioniert er denn jetzt? Nein, momentan nicht. Es gibt Probleme mit den Rohren. Doch nun muss ich weiter zu einer Besprechung über die ordnungsgemäße Ausstattung des Personals in der Schmiede. Es war mir ein Vergnügen. Gut, viel Glück. Danke. Es ist nicht leicht, dieses Fort sicher zu halten. Schauen wir mal, was haben wir denn hier hinten noch so alles? Garantie für Okulare. Okulare Garantie. Was Funkgerät? Gut, guter Lanzer. Nein, ich wollte das bitte Bande anhören. Ach scheiße, jetzt sind wir wieder hier ganz am Anfang. Metallene Schutzanzüge und ungestüme Herzen. Blutroter Lancer. In der letzten Folge von Blutroter Lancer. Kista! Anson, ich kann mich nicht bewegen. Mein Anzug klemmt. Das Relikt durchbrennt meine Schaltkreise. Ich... Hier raus! Kann nicht atmen!
weiter. Wie lange geht denn diese Kassette hier? Okay. Jetzt ist er aus. Hinten in den Gärten liegt so ein Koffer rum. Von wieder Kürbe, Kürbe, Kürbe. Wandpolierer. Hymne der Schöpfung. Verhaltensregeln. Tassen, Geschirr, Besteck, lalala, umgehend abgewaschen und weggeräumt werden. Aha. Laute Musik wird nicht während der Arbeitszeit gespielt. Keine sauren Gurken. Hallo, du bist ein Freelancer, nicht wahr? Ich habe gewisse Dinge über dich gehört. Was für Dinge? Einige der Arkanisten sagten, du hättest einen Cataclysm aufgehalten. Oder einen riesigen Ursix. Oder beides? Das war ich, ja. Irgendwie war es beides. Interessant. Dich sollte man im Auge behalten. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber sei dir bewusst, dass bald viele Blicke auf dir ruhen werden. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass jetzt die Zeit ist, um zu zeigen, zu was du imstande bist. Redest du immer in kryptischen Redewendungen? Wenn du etwas willst, sag es einfach. Dies ist nur eine Andeutung, verstanden? Du hast das nicht von mir gehört. Hast du je von dem Pfad zum Ruhm gehört? Das ist so eine Art Rangordnung von Lancern, richtig? Er ist mehr als das. Es gibt gewisse Belohnungen für diejenigen, die diesen Pfad beschreiten. Belohnung, die wer genau gewährt? Der Imperator. Beschreite diesen Pfad, Freelancer. Was du tust, wird von Bedeutung sein. Das verspreche ich. Antwort auf Verhaltensregeln. Ja, wo geht's denn hier hin? Der Governor ist gegangen. Ach, da ist die komische Bar. Weißt du, ich hab mal einen. Okay, da kommen wir später bestimmt auf jeden Fall nochmal hin. Einkaufsliste. Freelance.